Moin zusammen und willkommen zurück zu unserem Wireshark-Tutorial. Heute geht's weiter und zwar wollen wir uns heute angucken, wie man Verbindungen einfärbt. Dazu mache ich das hier nochmal kurz weg und jetzt kann ich nämlich hier wieder mal alles begutachten, was ja eigentlich sehr, sehr viel ist. So, und jetzt habe ich hier die Möglichkeit, wenn ich rechtsklicke, es wird wieder mal ein sehr, sehr kurzes Tutorial, ich merke das schon, aber es ist auch nicht wirklich schwer, aber dafür umso wertvoller, sowas eigentlich zu kennen. Ich kann hier Verbindung einfärben machen. Und hier kann ich jetzt sagen, ich möchte die Verbindung einfärben, entweder die komplette TCP-Verbindung, ich möchte die IPv4-Verbindung einfärben, ich möchte die F5-IP-Verbindung einfärben, F5-TCP oder sogar die Ethernet-Verbindung einfärben. Und gut, die Ethernet-Verbindung bringt uns jetzt hier relativ wenig, aber ich kann jetzt hier zum Beispiel sagen, ich will alles in so einem Blau. Und was bedeutet das jetzt genau? Naja, ich habe jetzt hier eben alles eingefärbt, was diese Verbindung enthält. Das war, glaube ich, hier über TCP. Und ja, wir sehen jetzt, hier haben wir alles in diesem komischen Blau. Warum ist jetzt aber dieses Paket hier nicht eingefärbt, sondern vielleicht ein bisschen anders? Und warum ist das hier jetzt ein bisschen anders? Was ist da gerade passiert? Naja, schauen wir uns nochmal kurz das Paket an, das wir hier eingefärbt haben. Das war, soweit ich weiß, das hier. Und wenn wir hier auf TCP gehen, dann sehen wir hier, Source Port ist 80 und Destination Port ist 48.760. Das bedeutet, wir haben jetzt hier einen anderen Port, als wir jetzt hier unten zum Beispiel haben. Hier haben wir eine Verbindung von Port 80 auf Port 48.760, während hier unten ist die Verbindung von Port 48.762 auf Port 80 und hier eben die andere Richtung. Also es macht sozusagen nichts, wenn es vom selben Server auf mich wiederkommt und derselbe Port verwendet wird. Hier werden beide Richtungen eingefärbt. Das heißt, Sachen, die ich schicke über TCP mit genau diesem Port, werden eingefärbt und Sachen, die an mich kommen mit diesem Port, werden eingefärbt. Aber Sachen, die von einem anderen Port kommen, beziehungsweise an einen anderen Port gehen, wie hier, das wird nicht eingefärbt. Das heißt, das hier ist immer noch eine andere Farbe hier. Das heißt, wir sehen hier ja zwei Ports weiter oben, das macht schon einen Unterschied. Hier unten sehen wir wieder, 48.760 wurde wieder verwendet. Das heißt, diese Verbindung ist komplett hier eingefärbt. Wenn ich jetzt allerdings die Verbindung nach IP eingefärbt hätte, dann wäre das Ganze ein bisschen was anderes geworden. Dann sehen wir hier, ja gut, die andere Regel ist halt schon drüber. Aber die Verbindungen hier werden trotzdem mit eingefärbt, obwohl ich jetzt hier nur die IP-Verbindung eingefärbt habe. Das heißt, ja, das ist immer noch dieselbe IP-Verbindung, weil wir kommunizieren ja von dieser IP auf diese IP. Es kommt sozusagen auf den Port und die Destination drauf an. Und hier sehen wir dann eben, ja, hier wird relativ viel eingefärbt, weil das eben alles Port 48.762 ist und nicht alles 760 dann. Genau. Und ja, so kann man Einfärberegeln erstellen, was erstmal ein bisschen total blöd klingt, aber es macht durchaus sehr, sehr viel Sinn, weil man natürlich dann auch gleich sehen kann, okay, hey, das ist nur, keine Ahnung, Microsoft Hintergrund-Traffic und genau das ist meine Verbindung, die ich gerne untersuchen möchte. Das heißt, hier eben die optimale Version sozusagen, um direkt zu finden, was man auch wirklich sucht. Zusammen mit den Filtern ergibt es wirklich eine sehr, sehr starke, eine sehr starke Art, wie man hier eben suchen kann und analysieren kann. Und deswegen war es das auch schon wieder von diesem Video und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!